Ich möchte mit euch über den Namen Allahs As-Sattir sprechen. Den Namen As-Sattir finden wir in den Ahadith des Propheten alayhi salatu wassalam. As-Sattir kommt von dem Wort Satr. Und Satr bedeutet etwas zu verbergen. Aber was genau verbirgt Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala verbirgt deine Sünden, die du jahrelang geheim gehalten hast. Niemand wusste davon, außer As-Sattir. Und er hat dich nicht bloßgestellt. Ja, lieber Bruder, er hat dich nicht bloßgestellt, als du dir heimlich unerlaubte Dinge angeschaut hast. Ja, liebe Schwester, auch hat er dich nicht bloßgestellt, als du dich heimlich mit deinem Freund getroffen hast. Derjenige, der es verdeckt gehalten hat, war so barmherzig mit dir, dass er dich geschützt hat, während es dir in dem Moment wichtiger war, dass dich andere Menschen dabei nicht beobachten. Subhanallah. Ja, wir sündigen alle. Unsere Freunde, Familie, Bekannten, jeder sündigt. Niemand von uns ist frei von Fehlern und Sünden. Das Schlimme ist nicht nur allein die Sünde, sondern auch das schamlose Verhalten dabei, dass wir uns vor den Blicken der Menschen fürchten, aber uns nicht vor Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, der uns ständig beobachtet. Doch in dem Moment vergessen wir nicht nur, dass er uns beobachtet, sondern auch, dass er fast immer unsere Sünden vor den Blicken der Menschen verbirgt. Ja, es mag sein, dass Allah Azza wa Jal dich hin und wieder in deinen Sünden auffliegen lassen hat. Aber überleg doch mal, wie oft hast du gesündigt und niemand hat davon erfahren. Niemand hat es gesehen und bis heute hat dich niemand darauf angesprochen. Und As-Sattir hat dir bereits vergeben, während der Gedanke an deiner Vergangenheit dich vielleicht belastet. Ja, es ist okay, dass sich das belastet. Denn das ist ein Zeichen, dass diese Sünde dich stört. Und dass du davon ablassen willst. Es gibt manche, sie sündigen und posten ihre Sünden in den sozialen Netzwerken, sodass jeder es sehen kann. Und dann fängt man an, es zu rechtfertigen. Ich stehe zu meinen Sünden. Ich bin ehrlich und kein Heuchler wie andere. Die tun so, als wären sie Supermuslime. Der Gesandte Allahs, alayhi salatu wassalam, hat uns berichtet, was Allah dazu gesagt hat. Ich werde jeden aus deiner Umma vergeben, außer denjenigen, die mit ihren Sünden prahlen. Dieser Hadith zeigt das eindeutige Verbot, dass man seine Sünden nicht aufdecken darf. Und auch kann es nicht als Heuchelei betrachtet werden, da es uns verboten wurde, sie zu entlarven. Welche Folgen hat es für eine Gesellschaft, wenn jeder anfangen würde, mit seinen Sünden zu prahlen? Dadurch motiviert man andere, das Gleiche zu tun. Und die Sünden, die andere tun, weil du der Grund warst und sie motiviert hast, werden auch dir angerechnet. Und genau das wird heute gemacht. Ebenso heißt es in einem Hadith, der bei Imam Bukhari und Imam Muslim überliefert ist, der Muslim ist der Bruder eines Muslim. Dann am Ende dieser Überlieferung heißt es, derjenige, der die Sünden eines anderen Muslims verbirgt, dem wird Allah am Tage des Gerichts seine Sünden verbergen. Liebe Geschwister, ebenso dürfen wir nicht aus böswilliger Absicht die Sünden unserer Geschwister offenbaren, nur um sie bloßzustellen oder um von unseren Sünden abzulenken. Wenn wir das tun, laufen wir Gefahr, dass As-Sattir uns an Yawm al-Qiyamah vor der gesamten Menschheit bloßstellt und unsere Sünden offenlegt. Möge Allah As-Sattir uns zu denjenigen gehören lassen, die mit ihren Sünden nicht prahlen, und möge er unsere Sünden sowohl in der Dunya als auch in der Akhira verbergen. Allahumma Amin.